Morgen, Freunde. Heute wollte ich ganz gerne ausprobieren, wie gut das Enteisungsspray, Enteiser Premium von Aldi ist. Von K-Extras. Das ist doch fleißig. So, probieren wir es mal aus. Jetzt nicht, ob man da nicht vorher was das abfegen sollte, aber man sieht, in einer Sekunde bewegt sich das schon. Mit der Hand sauber zu machen. Das geht auch sehr gut. Was man nicht sieht, ist, darunter sind noch so Eisstücke, die festgefroren sind. Der Schnee als solches mit der Hand von der Scheibe. So. Schauen wir mal, was hier passiert, wenn man mit der Hand drüber geht. Seite. Aber man merkt auch, die Eisstücke, die auch auf der anderen Seite sind, die sind hier auch noch dran. Also man kann deutlich sagen, es ist sehr schwer. Das Zeug scheint wirklich innerhalb kürzester Zeit. Steht doch hier auch drauf, schnelles Enteisen von Scheiben, Außenspiegeln, Autoscheinwerfer, Schutz vor Wiedervereisung, auch bei 20 Grad minus, bequeme Anwendung, kein Wasser, weniger Treibgas, naja. Extrem entzündbar. Also innen würde ich das nicht verwenden. Also es ist zum einen entzündbar, wie man sieht. Und Achtung, also das Symbol auf der Lunge, das sieht nicht so toll aus. Also das würde ich nur außen verwenden. Und falls bei jemandem mal die Scheibe auch von innen beschlägt, sind da kleine Spuren, sollte man das vielleicht dafür nicht verwenden. Ansonsten war es das schon. Also es scheint auf jeden Fall empfehlenswert zu sein, dass da die Treibgase dann doch enthalten sind. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.